Und damit recht herzlich willkommen zu State of Decay 2, Part 101 in der Todeszone. Ich sehe gerade, wir kriegen Besuch. Der Dicke wird aber nicht lange da stehen. Glaube ich nicht. Der wird das nicht überleben. Kann ich mir jeweils nicht vorstellen. Ist das geil. Ich sag ja, dieses Cryo-Haven-Gerät ist die Rettung, ey. Ohne Scheiß. Perfekt. So, Leute, wir haben eine neue Quest vor uns. Okay, I'm coming to meet you. Materialien für alle. Wir schwimmen in Materialien, also von daher können wir das ruhig machen. Wir haben hier auch noch ein Infektionsherz zu klären. Wir haben hier noch zig Sachen zu looten auch. Zig Seuchenherzen haben wir noch zu looten. Unsere Moral ist fröhlich. So sollte das sein. Ich würde jetzt allerdings noch gerne dich ausrüsten wollen. Genau, ihr wollt die Materialien haben. Okay, die kriegt ihr auch. So, wir nehmen uns noch Munition mit. Falls wir uns verletzen, gibt es noch ein Schmerzmittel obendrauf. Das dürfte allerdings auch reichen. Die sind ja jetzt nicht allzu weit weg. Ja, wir kriegen hier Quests ohne Ende rein. Ich glaube, ich benutze die Kamera hier. Wie sieht's aus? Ja, da muss Benzin rein. Benzin auf jeden Fall. Und dann nehmen wir uns ein Aufwertungskit. Nehmen wir uns auch noch mit. Nein, stopp, 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 stopp. So. Sicher untereinander, also von daher alles gut. So, da wären wir auch schon. Hey there, make yourself at home. Hier, bitteschön. Thank you. Don't get dead, okay? Nee, wir versuchen am Leben zu bleiben. Also von daher alles gut. Ihr habt doch Sachen am Angebot, sehe ich gerade. It's good to see you alive. Okay. Hey, you. Would you like to trade? Yeah, sure. Ah. Gut, nicht das Zeug, was wir brauchen unbedingt. Hier ist auf jeden Fall noch ein Seuchenherz. 100 Meter von uns entfernt. In diesem Haus. Gucken wir mal, ob wir da ohne Zwischenfälle hinkommen. Aber ich sehe auch schon, da ist noch mächtig Betrieb. Scheiße, ey. Wir kommen, natürlich kommen wir hier nicht hoch, ey. Ah, wir machen das schön sneaky. Nothing worth carrying out here. Versuchen es zumindest. Ist das solch ein Herz?
That's almost as much as I can carry. Somit kriegen wir unsere Materialien auch wieder. So, jetzt nichts wie weg. Jetzt nicht um. I'm exhausted. I need to rest. Okay. Da steht unsere Karre. Ah, und ich sehe, dass hier blinke. Aufgeblähter sein. I see a bloater over there. Oh ja. Der darf gleich mal abtreten. No way. There we go. Need anything else? So, hier ist ein Seuchenherz. Hier ist ein Infektionsherd. Den klären wir auch gleich mal. So, dann können wir uns mal langsam überlegen, ob wir noch ein paar Seuchenherzen klären wollen. Mollys. Ja, ich denke, 4 reichen. So weit ab ist der nicht. Ist er eigentlich jetzt nur hier hoch? Tanke. Ja, scheiße. Keep away from that bloater. Gut, wenn ich die jetzt erschieße, dann rennen die da alle. Da ist auf jeden Fall ein tobsüchtiges Arschloch. Treibt sich darum. Jedenfalls hier irgendwo in der Nähe. Also wir müssen wirklich auf der Hut sein. Quatsch. Fire in the hole! Der könnte noch dazugehören. Mal sie. Oder es.
Not exactly what I was hoping for. Wonderful. Benzin konnten wir hier abgreifen. I think I heard a blood feral. Ja. Wir sehen zu, dass wir Land gewinnen hier, obwohl hier ist noch einer. Wo? Wo? This would be a good spot for an outpost. Hier vielleicht. Gehört nicht dazu. Ah, ich sehe. I'll need more of that soon. Nice. So, wir sehen zu, dass wir jetzt zur Karre wieder zurückkommen. Ohne jetzt großartig aufzufallen. Recht sneaky erledigt hier. Okay. Wie sieht's denn generell aus? Mich würde mal gerne interessieren, was das hier... Was es damit auf sich hat, die verstorbenen Seelen. Die stecken ja anscheinend selber in der Klemme. Wir könnten ihnen helfen. Das würde mich brennend interessieren. Mitglieder sind nicht rekrutierbar. Okay, wir sind sowieso komplett. Ohne Scheiß. Wir sind hier auch in der Nähe von einem Außenposten. Mich würde mal interessieren. Greifen die uns jetzt an? Greifen die uns jetzt nicht an? Bei denen ist es klar. Ne? Die hilflosen Seelen, wir haben ihnen nicht geholfen, als sie uns drum gebeten haben. Und jetzt hassen die uns. Also die wollen uns auf jeden Fall killen. Aber die hier, das würde mich mal brennend interessieren. Was damit ist. So. Ich meine, zur Not können wir uns ja nochmal ausrüsten. Ich sehe das schon kommen, dass wir hier gerade eine fähige Spielerin verlieren. Ich hoffe nicht. Falls alle Stränge reißen, warte, Moment. Ich muss einmal gucken, was ist damit? Wo sind die eigentlich drin? Wir könnten ja mal so eine Wildwest-Nummer abziehen hier, ey. Ob das gut ausgeht, sei jetzt mal im Raum gestellt. Oder generell, ob das so gut ist. So, ich würde gerne einmal ein Zombie-Köder würde ich auf jeden Fall mitnehmen wollen. Okay, wir nehmen gleich 4. Und auf jeden Fall eine Flasche mit Duftblock. Nehme ich 2 Stück mit. Munition haben wir auch. Das würde mich brennend interessieren, Leute. Wie das ausgeht. Ich weiß, sicherheitshalber, falls wirklich alle Stränge reißen sollten und uns das wirklich zu hardcore wird, noch 2 Erste-Hilfe-Kästen mitnehmen. Ich weiß, man muss die nicht töten. Nicht unbedingt. Stay back from the cloud. Die können nicht am Leben bleiben. Die scheiß Viecher, die machen nur Ärger.
Toll, nur sehe ich den Aufgeblähten nicht. Da. Oh, Leute. Jetzt. Jetzt wirklich brennend interessiert. Wir fahren erst zu den verstorbenen Seelen, wenn die mal nicht schon tot sind, so wie der Name das schon sagt. Das meine ich, da liegt so ein scheiß Aufgebläht auch mehr. Wie in unserem Dusel, wir fahren dann nachher rüber. Langsam und vorsichtig mitfahren. So, wir sind gleich da. I'll need more of that soon. Jetzt haben wir uns infiziert. Wollen die uns töten oder wollen die uns nicht töten? Die wollen uns töten. Scheiße. Sieht jedenfalls danach aus. Sonst hätten sie uns ja schon längst angegriffen. Was ist das? Was machen die? Kann man mit denen reden? Das. Entweder ist das ein harter Bug gerade, oder ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Falls nicht, wir können uns das Schauspiel mal angucken. Das würde ich ehrlich gesagt mal ausprobieren wollen. Ich meine, die tun uns jetzt zwar nichts, aber dennoch, viel Spaß damit. Ist das hart, ey. Oh Gott. Die stürmen da jetzt alle rein. Die Zombies, die lassen uns in Ruhe. Die werden gerade richtig kaputt gemacht. Ohne Scheiß, die sind Geschichte. Ist das böse? Wir gehen sicherheitshalber mal doch in Sicherheit. Ich hoffe, man kann es auf den Aufnahmen nachher sehen, was hier los ist. Die werden gerade richtig aufgefressen, ha?
Ist das Hardcore. Da springt ein Zombie vom Dach. Alter Vater. Der Screamer, der macht gerade richtig Lärm. Die rennen jetzt alle um das Haus rum. Ist das Hardcore, ey. Da verwandelt sich wer. Haben wir die jetzt ausgeknipst oder nicht? Ich glaub, das war's, wa? Genau, der Screamer setzt jetzt nochmal einen drauf. Alter, was war das? Jawohl. Ich sehe gerade. Watch out, Feral! Selbst das Vieh greift uns nicht an. I'm not able to do that. Jetzt sind wir wieder sichtbar für andere Zombies. Aufpassen, dass es jetzt nicht von hinten, kommt. Ja, eine Horde. Oh Gott, da rennen noch mehr hin. Ja, ja. Wir werden jetzt schön angezogen. Kommt nach, Nachschub sozusagen. Ja, rennt da mal hin. Die auf. Ja, der rennt uns jetzt hinterher. Dass da irgendwer überlebt haben sollte, fress ich einen Besen, ey, ohne Scheiß. Es muss aber irgendwer überlebt haben.
fahren mal zu der anderen Enklave hin. Ich hab noch einen Duftblocker da. Gott sei Dank nicht weit ab von uns. Und die wollen uns tatsächlich als Leder. Das ist wirklich so. Wenn wir denen nicht zuvorkommen. That was the last one. Den Spaß, den machen wir uns jetzt mal hier. Die wollen uns tatsächlich ans Leder. Fire in the hole! I'll need more of that soon. See a juggernaut here. Ist das hardcore? Watch out, juggernaut. Das lockt jetzt alle Member, ne? Screamer. Überlebt niemand. Zeig mal einen, der das überlebt. Ehrlich gesagt, ich habe echt keine Ahnung, ob die noch am Leben sind oder nicht, aber bei der Menge an Zombies, ohne Scheiß. We've all Red Talon agents stationed along the North Platte River. We detected a search and rescue transponder. Judging by the signal, it could be military. Keep your eyes open. Alter Vater, ist hier was los? Ich meine, die rennen da ja auch rein und alles. Wir sehen mal lieber zu, dass wir Land gewinnen hier. Vielleicht einmal rumfahren.
wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mit denen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ohne Flachs. Die räumen da gerade richtig drinnen auf, ey. So, wir haben keinen Duftblocker mehr. Aber wenigstens sind die Straßen jetzt schön leer. Kommen die auf keinen Fall heile raus. Trotzdem wird noch angezeigt, oder? Oh, das war's. Freunde, das war's. Diese Enklave ist Geschichte. Und wir sehen zu, dass wir hier Land gewinnen. Ich konnte einfach nicht widerstehen, Leute. Ich musste euch das zeigen, dass... Was ist jetzt damit eigentlich? Das schaue ich mir auch mal aus sicherer Entfernung an. Ich meine, hier war ja eben vorhin auch die Action. Da leben auf jeden Fall auch noch welche. Ehrlich gesagt, ich will die auch da weg haben. Ich fahre mir noch mal los. Oh ja, 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 ja. Holen wir uns noch einmal einen Duftblocker. Ich will die weg haben. Irgendwo lustig mit anzusehen ist das schon. Ach nee. Moment. So. Und Zombie-Köder natürlich. Oh, komm, zwei Stück. Ein bisschen riskant ist das alle Male, aber hey. Lustig ist es auf jeden Fall. Ja. So, den Pfeifen. Das war's. Den pfeifen wir uns mal hinter. I'm just about out of these. Oh, ist richtig. Mal schön dahin. Das ist alle Male Hardcore. Hier drin zu stehen, gibt sicherheitshalber trotzdem ein Stück Pflänzchen. Boah, da hat sich auf jeden Fall...
verwandelt haben die sich. Das ist der letzte, der ist jetzt auch von uns gegangen. Das war's an der Stelle. Oh Leute. Ich kann gemein sein, definitiv. Das musste sein. Das konnte ich euch einfach nicht vorenthalten. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie man es machen kann, um feindliche Enklaven auch loszuwerden, also die loszuwerden, was man machen könnte. Ja, gut, man infiziert sich, aber hey. What if I could? Das war es auf jeden Fall wert. Gut, Leute, ich würde den Part an der Stelle gerne beenden wollen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.